Ja, recht guten Tag. Ich begrüße Sie recht herzlich zur Pressekonferenz der Partei Die Linke, heute mit der Parteivorsitzenden Janine Wissler und dem Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler. Frau Wissler wird Statements abgeben zur Forderung nach einer Übergewinnsteuer, eine Frage beantworten zur Waffenlieferung in die Ukraine und Kommentierungen abgeben zu Wahlen in Frankreich, den Kommunalwahlen in Sachsen und zum Landesparteitag in Niedersachsen. Und Herr Schindler wird sich äußern zu der Forderung nach einem Pflichtjahr und die Frage nach Energieexporten und die Drohung einer Militäroffensive der Türkei in Syrien. Ja, meine Damen und Herren, es ist festzustellen, dass der Tankrabatt der Ampel zu einer milliardenschweren Direktsubvention für die Ölkonzerne geworden ist. Als Dank für die drastischen Preiserhöhungen gibt es jetzt noch 3 Milliarden drauf vom Finanzminister. Der Tankrabatt, das kann man sagen, ist wirklich krachend gescheitert. Also wenn das Ziel war, die Verbraucherinnen und Verbraucher zu entlasten, dann hat er das überhaupt nicht erreicht, sondern der Tankrabatt führt einfach dazu, dass sich die Mineralölkonzerne die Taschen voller machen und sich einen großen Teil dieser steuerlichen Vergünstigungen selbst in die Tasche stecken. Wir als Linke haben den Tankrabatt von Beginn an abgelehnt, weil wir gesagt haben, er ist klimapolitisch falsch und er ist sozial ungerecht. Wir sind der Meinung, Entlastung, da muss es nach Bedürftigkeit gehen und nicht nach dem Spritverbrauch des Autos. Und deswegen sind wir der Meinung, dieser Tankrabatt, der ist gescheitert. Das muss beendet werden, weil das ist eine wirklich absurde Umverteilung von Steuergeldern in Richtung Profite der Mineralölkonzerne. Es gibt einen großen Unmut darüber innerhalb der Bevölkerung, auch innerhalb der Ampel, wenn ich das richtig wahrnehme. Und es wäre notwendig, dass auch die Ampel sich eingesteht, dass dieser Tankrabatt gescheitert ist. Er hat nicht zu einer Entlastung der Verbraucherinnen und Verbraucher geführt. Dazu bräuchte man ganz andere Maßnahmen. Dabei wäre es gerade so dringend notwendig, dass es eine Entlastung gibt, weil die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinandergeht. Es gab gerade in der letzten Woche eine Studie dazu, wonach Deutschland auf Platz 3 beim Club der Superreichen ist. Das Gesamtvermögen in Deutschland ist im letzten Jahr um gut 10% gestiegen, also eine Zunahme von privatem Reichtum, der sich konzentriert in wenigen Händen. Das ist der stärkste Anstieg seit über 10 Jahren und eben sehr ungleich verteilt. In Deutschland besitzen 3.100 Superreiche mehr als ein Fünftel des gesamten privaten Finanzvermögens. Das zeigt einmal mehr, wie dringend es notwendig ist, über Umverteilung zu reden und wie dringend es notwendig ist, über eine höhere Besteuerung dieser sehr hohen Einkommen und Vermögen zu sprechen. Gerade angesichts der Tatsache, dass wir in einer Zeit leben, in der immer mehr Menschen eben nicht wissen, wie sie ihren Einkauf bezahlen sollen, wie sie sich die nächste Tankfüllung leisten sollen, wie sie ihre Gasrechnung oder die nächste Mietsteigerung, die ja auch schon angekündigt, zum Teil angekündigt sind, wie sie sich die leisten sollen. Und gerade in dieser Situation weisen ja auch viele Menschen darauf hin, wie sehr sie unter dieser Situation leiden. Ich möchte Sie gerne darauf hinweisen, es gibt ja auch einen offenen Brief von Ich bin armutsbetroffen. Ich habe den sehr gerne als eine der Erstunterzeichnerinnen unterschrieben. Ich finde es aber vor allem wichtig, dass Menschen offen und mutig über ihre Armut sprechen, über ihre Erfahrungen machen, die Scham überwinden und darüber reden, was es bedeutet, arm zu sein in diesem reichen Land, eben nicht zu wissen, wie man den Wocheneinkauf bezahlen soll oder die Gasrechnung. In der Krise mit drastischen Preiserhöhungen hohe Gewinne zu machen und damit Verbraucherinnen und Verbraucher weiter zu belasten, nein, das darf kein profitables Geschäftsmodell sein. Unternehmen wie Vonovia, die jetzt Mieterhöhungen angekündigt haben, RWE, E.ON, alle machen Rekordgewinne oder eben auch die Mineralölkonzerne, denen darf kein Steuergeld hinterhergeworfen werden, sondern wir sind der Meinung, die muss man mit einer sogenannten Übergewinnsteuer abschöpfen. Das heißt also exorbitante Gewinne, die ganz klar auf die Kriegs- und Krisensituation zurückzuführen sind, die müssen höher besteuert werden. Und diese Einnahmen könnten dann auch sozialgerecht an die Verbraucherinnen und Verbraucher zurückgegeben werden. Dabei ist uns wichtig, auch die Studierenden, auch die Rentnerinnen und Rentner, die von der Ampel vergessen wurde. Und da sind andere Länder schon deutlich weiter als Deutschland. In Beispiel in
Italien, wo es eine Übergewinnsteuer gibt. In Großbritannien wird das diskutiert. Die Krisengewinner, die zur Kasse zu bitten, das ist absolut notwendig. Und ich freue mich sehr, dass die links mitregierten Bundesländer in der letzten Woche genau diese Forderung nach einer Übergewinnsteuer in den Bundesrat eingebracht haben. Ich freue mich auch, dass es da auch Sympathien von SPD und Grünen für diese Forderung gibt. Also es ist dringend notwendig, da auf allen Ebenen Druck zu machen. Natürlich im Deutschen Bundestag, und die links mitregierten Länder machen das jetzt im Bundesrat, indem sie diese Forderung auch offensiv eingebracht haben. Und das ist absolut richtig, dass diese exorbitanten Übergewinne auch höher besteuert werden. Zudem brauchen wir eine staatliche Preisaufsicht, um die steigenden Energiepreise in den Griff zu bekommen. Die gab es ja lange Zeit in Deutschland, erst 2007 abgeschafft worden, gibt es in vielen anderen Ländern Europas. Und wir sind der Meinung, wir brauchen günstige Grundkontingente an Strom und Gas, damit Menschen nicht Angst haben müssen, dass sie ihre Rechnung nicht bezahlen können. Meine Damen und Herren, es gibt eine Anfrage der Linken im Deutschen Bundestag, die ergeben hat, dass die deutsche Bundesregierung in den letzten Wochen 350 Millionen Euro an Rüstungsgütern genehmigt hat, die für die Ukraine bestimmt sind. Ich will an dieser Stelle nochmal unterstreichen, dass wir die Waffenlieferung und insbesondere die Lieferung von schwerem Gerät für hochproblematisch halten. Wir sind der Meinung, dass es zu einer Eskalation weiter beitragen kann. Wir müssen alles dafür tun, um Druck zu machen für eine Verhandlungslösung. Und deswegen lehnen wir diese Waffenlieferung und insbesondere die Lieferung von schwerem Gerät ab. Es ist auch nicht so, dass damit eine schnelle Lösung erreicht werden kann. Die Außenministerin spricht ja selber davon, dass die Waffensysteme erst ab Oktober einsetzbar sind. Ich finde, es muss alles dafür getan werden auf diplomatischem Wege, diesen Krieg, dass dieser Krieg nicht bis Oktober andauert. Dieses Blutvergießen muss gestoppt werden. Und deshalb brauchen wir da intensive Bemühungen, dass dieser Angriffskrieg Russlands, dieses Blutvergießen, dass das ein Ende hat. Ich möchte kurz etwas sagen zu den Wahlen in Frankreich, die uns sehr gefreut haben, weil sie nämlich zeigen, dass die Verbindung von konsequenter sozialer und ökologischer Politik, also die Forderung nach der Rente ab 60, in Verbindung mit dem klaren Vorrang für erneuerbare Energien, dass man sich mit einer Verbindung von ökologischer und sozialer Politik durchsetzen kann gegen den Marktliberalismus Macrons, aber auch gegen die rassistische Rechte wie Le Pen. Bei der ersten Runde der französischen Parlamentswahlen hat das Linksbündnis NUP einen tollen Erfolg eingefahren mit knapp 26% Stimmenanteil und in mehr als 500 Wahlkreisen in der zweiten Runde. Das ist ein Wahlsieg der Linken in der kommenden Woche, am kommenden Sonntag möglich. Und das zeigt eben mit einem klaren Programm. Mélenchon hat die signifikante Steigerung des Mindestlohns gefordert, die Schaffung von 1 Million grünen Jobs, Begrenzung der Leiharbeit, Senkung des Rentenalters und eben ein sehr populärer Spitzenkandidat. Das hat den Erfolg gebracht, und wir drücken für den kommenden Sonntag natürlich alle Daumen für Jean-Luc Mélenchon und sein linkes Wahlbündnis, damit die Linke in Frankreich einen Wahlerfolg feiern kann. Ich möchte herzliche Grüße nach Sachsen schicken, wo Kommunalwahlen, also Oberbürgermeister- und Landratswahlen an diesem Wochenende stattgefunden haben. Ich gratuliere insbesondere ganz herzlich Volker Holoscher, der zum Bürgermeister von Flöha gewählt worden ist, Thomas Weikert, der die Wahl in Lugau gewonnen hat, und auch herzlichen Glückwunsch an Simone Lüdke, die Oberbürgermeisterin in Borna ist, seit vielen Jahren auch Mitglied des Parteivorstands und die in der ersten Runde mit weitem Abstand vorne liegt. Alles Gute auch für die zweite Runde nach Borna an unsere amtierende Oberbürgermeisterin. Ich war selber im Wahlkampf gewesen in der letzten Woche in Sachsen und habe erlebt, wie engagiert die
Mitglieder dort den Wahlkampf geführt haben, die vielen, vielen Kandidierenden in den Landkreisen, in den Gemeinden. Und deshalb möchte ich mich ganz herzlich bedanken für den großen Einsatz an alle Kandidatinnen und Kandidaten, an alle Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer, dass sie für eine soziale Politik, klare Kante gegen rechts, dort den Wahlkampf geführt haben. Und das ist ein Erfolg, dass die AfD eben nicht so stark abgeschnitten hat, wie das anfangs prognostiziert wurde. Es sieht eben so aus, dass die AfD nicht jetzt Landräte stellen wird, sondern dass dieses Ergebnis deutlich schwächer ist. Das ist keine Entwarnung, die Ergebnisse sind immer noch viel zu hoch, aber es ist ein Erfolg, dass die AfD bei weitem nicht so stark abschneiden konnte. Grüße natürlich auch nach Thüringen, wo auch am Wochenende Bürgermeisterwahlen stattgefunden haben. Die Linke in Niedersachsen hat am Wochenende Vertreterinnenversammlung gehabt und die Kandidatinnenliste zur Landtagswahl gewählt. Die Landtagswahl, die am 9. Oktober 2022 stattfinden wird. Und die Linke wird mit einem Spitzenduo in den Wahlkampf starten. Auf Platz 1 wurde die langjährige Kommunalpolitikerin Jessica Kausen aus Hannover gewählt. Herzlichen Glückwunsch. Und auf Platz 2 der Landesvorsitzende Lars Leopold, ebenfalls in der Kommunalpolitik aktiv. Herzlichen Glückwunsch an die beiden Spitzenkandidatinnen und natürlich herzlichen Glückwunsch an alle Gewählten. Wir freuen uns auf den Wahlkampf. Sie haben natürlich die volle Unterstützung und wir tun alles dafür und kämpfen darum, dass die Linke endlich wieder einzieht in den Landtag von Niedersachsen. Ein persönliches Wort zum Schluss. Jörg Schindler hat angekündigt, dass er auf dem Parteitag in 2 Wochen nicht mehr für das Amt des Bundesgeschäftsführers kandidieren wird. Jörg war 4 Jahre lang Bundesgeschäftsführer dieser Partei und wir werden ihn natürlich auch noch würdig verabschieden. Ich möchte es aber dennoch nicht versäumen, auch an dieser Stelle mich ganz herzlich bei dir zu bedanken, Jörg, für deinen Einsatz, für deine Arbeit, die du geleistet hast auf diesem ja doch schwierigen Amt in einer nicht ganz einfachen Zeit. Ich möchte mich auch persönlich ganz herzlich bedanken für die tolle und sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit, die wir hatten. Und ja, deswegen meinen ganz herzlichen Dank an dich, dass du so viel eingebracht hast für diese Partei. Und ja, wir werden dich noch würdig verabschieden, aber das war mir ein Anliegen, das jetzt heute auch hier so zu sagen. Danke, Janine. Ich freue mich natürlich darüber, über diese wertschätzenden Worte. Sehr geehrte Damen und Herren, es geht ja jetzt in dieser Woche um einige Themen. Janine Wissler hat schon einige benannt und ich möchte mich zu folgenden Problemstellungen nehmen, nämlich, dass Frank-Walter Steinmeier ein soziales Pflichtjahr, so wie er es genannt hat, gefordert hat. Ja, und ich finde schon, Jugendliche, die sich sozial engagieren und die etwas für die Gemeinschaft tun wollen, verdienen unsere Unterstützung. Ob das in Vereinen ist, ob das auf nationaler Ebene ist, also ob das auch international ist, ob sie in der Seenotrettung für Geflüchtete aktiv werden wollen oder sich für Geflüchtete aus der Ukraine einsetzen, sie abholen in Polen, das, was viele unserer Wählerinnen und Wähler tun, das ist alles unterstützenswert. Aber für ein Pflichtjahr gibt es nach unserer Auffassung überhaupt keine Rechtfertigung. Es ist ein schwerwiegender Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Stattdessen benötigen junge Menschen nicht mehr Pflichten, kein Pflichtjahr, sondern sie brauchen mehr Rechte. Sie brauchen Ausbildungsplätze, sie brauchen den Anspruch auf eine Wohnung, sie brauchen im Übrigen auch ein früheres Wahlrecht und sie brauchen gute Löhne. Wir wissen, dass es Ausnahmeregelungen für Praktikantinnen und Praktikanten gibt, also gerade junge Menschen. Da brauchen wir eigene Rechte, mehr Rechte und nicht zuletzt brauchen wir auch eine eigene Grundsicherung bei Hartz IV. Sie wissen ja, dass bis zum Alter von 25 junge Menschen Teil der Bedarfsgemeinschaft ihrer Eltern sind. Das sind alles Dinge, um die sich der Bundespräsident kümmern könnte, ohne soziale Pflichtjahre. Wir wissen, dass soziale Pflichtjahre in der Praxis doch eher darauf hinauslaufen, dass ordentlich bezahlte Stellen ersetzt werden, ob man will oder nicht. Statt also junge Menschen in einen Zwangsdienst zu stecken, sind wir der Auffassung, sollten endlich diese Bereiche nun ordentlich ausfinanziert werden. Das betrifft den Pflegebereich, das betreffen aber auch viele andere gemeinnützige Bereiche und das wäre das, worum sich die Gesellschaft kümmern sollte und dies finanzieren sollte.
Ich will mich zum Zweiten äußern zum Thema der russischen Energieexporte im aktuellen Ukraine-Krieg. Denn wer die aktuelle Nachrichtenlage verfolgt, ist ja vielleicht überrascht zu erfahren, dass in diesem Krieg Russland sogar aus dem Export von Öl und Gas mehr verdient als noch vor dem Krieg. 93 Milliarden allein seit Kriegsbeginn, das ist Rekord. Und fast zwei Drittel dieser Exporte gehen in die EU. Zweitgrößter Kunde nach China ist hier im Übrigen Deutschland. Damit ist klar, das Ölembargo nutzt nichts. Stattdessen schlagen wir als Linke einen klügeren Vorschlag vor. Wir brauchen eine Initiative für einen Preisdeckel für Energieimporte auf europäischer Ebene. Das ist der Vorschlag der Linken. Das ist unser Vorschlag dafür, hier gegenzusteuern. Denn es geht darum, dass Russland nicht mehr von diesen internationalen Rekordpreisen auf dem Energiemarkt besonders profitiert und damit seine Kriegskasse füllen kann. Wir wollen tatsächlich hier zu einer Veränderung kommen. Und tatsächlich könnte Russland auch nicht Europa einfach abklemmen. Die Pipelines können ja nicht einfach verlegt werden und so viele Tankschiffe gibt es auch nicht. Für einen großen Teil der Energieexporte gilt also daher, wenn die EU das nicht kauft, bleibt Russland auf der Ware sitzen. Diese Nachfragemacht kann die EU nutzen, sollte sie auch, um niedrige Preise zum einen für die Verbraucherinnen und Verbraucher durchzusetzen und zum zweiten den russischen Profit für den Krieg zu begrenzen. Das ist unser Vorschlag für diese Situation. Als drittes bleiben wir bei Völkerrecht und Menschenrechten, und zwar diesmal in einem NATO-Land. Es geht um die Türkei. Syrien steht nämlich kurz vor einer türkischen Offensive, vor einem türkischen Einmarsch. Die Anzeichen dafür verdichten sich ganz massiv. Ein Jahr vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen steckt die AKP, die Regierungspartei in der Türkei, in einer tiefen Krise, in einem Umfragetief. Die wirtschaftliche Krise galoppiert, die Inflation spitzt sich zu. Es gibt eine hohe Inflation. Teilweise können die Türkinnen und Türken ihre Lebensmittel nicht mehr bezahlen. Es gibt Armenkassen und Ähnliches. Diese Offensive soll davon ablenken, soll nach außen Entlastung schaffen, zusammen mit dem Verbot der linken Schwesterpartei HDP. Diese Offensive kann also nicht losgelöst gesehen werden vom Ukraine-Krieg und der NATO-Erpressung gegenüber Schweden und Norwegen. Wir in Verbindung mit dem Machtpoker um die NATO-Erweiterung versucht, Erdogan grünes Licht für diesen Angriff zu erpressen. Seit April finden immer wieder Drohnenangriffe auf dem Gebiet im Irak und in Syrien statt. Auch Raketen- und Artillerieangriffe sind seit Tagen zu beobachten. Erdogan hat seit Mai bereits mehrfach erklärt, mit diesem Vorhaben eine 30 Kilometer Sicherheitszone errichten zu wollen. Und die Türkei blockiert damit auch weiter den NATO-Beitritt von Finnland und Schweden. Erdogan sprach in diesem Zusammenhang von Terroristen in den Parlamenten. Damit zielt er direkt auf kurdische politische Aktivitäten in Schweden ab, insbesondere auf eine kurdischstämmische Parlamentsabgeordnete. Ja, und am Freitag kündigte Schwedens Außenministerin an, in dieser Frage den konstruktiven Dialog suchen zu wollen. Wir wiederum sehen die Gefahr, dass die NATO sich um Schweden und Finnlands Nahostpolitik von Erdogan erpressen lässt und damit das Leben der Kurdinnen und Kurden in Syrien existenziell gefährdet. Sollte Finnland und Schweden für einen Beitritt in der NATO ihre Zusammenarbeit und Solidarität mit den Kurdinnen und Kurden beenden, dann wäre das wirklich ein sehr, sehr fatales Signal vor Erdogan. Ich fordere die Bundesregierung ausdrücklich auf, hier keine doppelten Standards gelten zu lassen. Das, was für den Ukraine-Krieg gilt, die Verurteilung völkerrechtswidriger und menschenrechtswidriger Praktiken, dies muss auch für das NATO-Land Türkei gelten. Bundesregierung, bitte verurteilen Sie diese Handlung, diese Intervention, diese drohende Intervention. Wir fordern Sie auf, hier auch tätig zu werden und gleiche Standards gelten zu lassen. Vielen Dank. Es gibt Nachfragen von André Bocho unter anderem. Es gibt ja mittlerweile mehr als 10 Bewerbungen für den Parteivorsitz. Gibt es eine koordinierende Institution innerhalb der Partei, die dieses Kandidatenangebot überschaubar macht? Und zum anderen, bei der derzeitigen Kandidatenlage könnte es zu Kampfabstimmungen kommen zwischen Frau Reicheneck und Frau Wissler und auch Herrn Pellmann und Herrn Schürdewan. Wie sehen Sie die Gefahr
für weitere Verletzungen innerhalb der Partei oder eine existenzielle Gefahr für die Partei? Ja, Sie sehen, dass für den Parteivorsitz es mehrere Kandidatinnen und Kandidaten gibt. Das zeigt, unsere Partei wird lebendig diskutiert. Es gibt viele verschiedene Vorstellungen darüber, wie unsere Partei sich weiterentwickeln kann. Es gibt in unserer Partei keine Koordinierung dieser Kandidaturen. Das legt unsere Satzung so fest, beziehungsweise umgekehrt. Unsere Satzung ermöglicht allen Mitgliedern die Kandidatur, und zwar in freier Entscheidung. Deswegen wird die Partei hier keine weitere Koordinierung vornehmen. Darüber hinaus ist es allerdings so, die Frage ist ja auch angesprochen worden, dass Kandidaturen, auch mehrere Kandidaturen auf Parteiämter, für uns Teil eines politischen, demokratischen Prozesses ist. Das ist auch nicht Teil von Verletzungen oder Ähnliches, sondern es sind durch die Kandidatinnen und Kandidaten ja in ihren Bewerbungen verschiedene Schwerpunkte gesetzt worden. Das ist völlig legitim und das ist durch unsere innerparteiliche Demokratie auch erwünscht. Die Kandidatinnen und Kandidaten sollen klarlegen, welche politischen Schwerpunktsetzungen, welche Vorstellungen sie für die Weiterentwicklung unserer Partei haben wollen. Ich finde, das ist ein gutes und kein schlechtes demokratisches Zeichen. Deswegen kann ich die Wortwahl einer Kampfkandidatur in diesem Zusammenhang nicht sehen. Eins ist natürlich klar, wir sind als Bundespartei insgesamt aufgerufen, den Parteitag in einer solidarischen, womöglich und sinnvollerweise auch kontroversen, Diskussion verlaufen zu lassen. Das gilt für die inhaltlichen Entscheidungen, da haben wir einiges zu klären. Das gilt natürlich auch für die davon laufenden personellen Entscheidungen. Und da, wie Sie sehen, gibt es auch Entscheidungen zu treffen. Ich freue mich darauf, dass wir lebendig diskutieren. Die Linke ist, wie Sie sehen, da. Und die Linke wird auch weiterhin eine lebendige Rolle in der Bundesrepublik Deutschland spielen. Okay, es gibt weitere Fragen. Frau Wissler, Sie haben gesagt, die Übergewinnsteuer finden Sie gut. Nur technisch gefragt, wer legt denn fest und welches Gremium, wer ein Krisengewinnler ist? Wie soll das funktionieren? Und Herr Schindler, Sie sprechen von einem Preisdeckel, was die Ölimporte angeht. Wer soll den Preis festlegen und was macht Sie so sicher, dass Putin das anerkennen würde? Ja, also es gibt ja die Möglichkeit, das anhand von objektiven Kriterien festzulegen. Also Italien hat das beispielsweise so gemacht, dass für Energiekonzerne, wo die Vorjahresgewinne um mehr als 10 Millionen Euro überstiegen werden, dass es dort eben eine höhere Besteuerung gibt. Und wenn man sich anschaut, wie die Preise sich entwickeln und in welchem Vergleich es in den Vorjahren waren, gibt es da die Möglichkeit, das ja auch objektiv festzulegen. Und das ist natürlich Sache des Finanzministeriums, das zu tun. Und ich bin ganz sicher, dass wenn man da einen Weg finden will, dass man den findet. Also wenn man was nicht will, findet man Gründe. Wenn nicht, findet man Wege, es umzusetzen. In anderen Ländern wird das ja auch diskutiert. Großbritannien diskutiert das auch gerade. Und deswegen halten wir das für umsetzbar, das zu machen. Es muss eben eine pauschale Grenze festgelegt werden. Da kann ja auch noch ein bisschen, sag ich mal, Luft sein, ja, dass man eben erst ab einer gewissen Summe, ob man das prozentual festlegt oder als absolute Summe, aber dass eben deutlich ist, dass die jetzt, und zwar aufgrund dieser Krisensituation, eben wirklich so viel höhere Gewinne machen, die dann eben auch höher zu besteuern. Das halten wir für sinnvoll, das halten wir für notwendig. Und es gibt ja jetzt den Vorschlag im Bundesrat, das einzuführen, wo es ja auch aus den eben links mitregierten Ländern einen solchen Antrag gibt. Der ist ja jetzt noch nicht entschieden worden, der wird jetzt weiter beraten im Bundesrat. Und ich denke, dann werden viele fachliche Fragen natürlich auch in den Beratungen des Bundesrates noch geklärt werden. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich will auch direkt darauf antworten. Es ist ja viel von europäischer Solidarität in Zeiten des russischen Angriffskriegs die Rede. Und ich finde auch gerade hier ist die Europäische Union als solidarische Union gefordert. Wenn wir davon reden, dass es sozusagen
einen europäischen Preisdeckel gibt, dann stellen wir uns das so vor, dass es auf europäischer Ebene koordiniert, gegebenenfalls durch die einzelnen nationalen Staaten dann umgesetzt, aber auf europäischer Ebene koordiniert, Höchstpreise gibt, zu der Öl angekauft werden darf und soll. Das kann man ja gegebenenfalls auch zwischen den Staaten in einem inneren Ausgleichsmechanismus regeln, wie das dann konkret umgesetzt wird, auch ob es bestimmte Spielräume und Ähnliches gibt. Aber klar muss sein, unsere Antwort ist hier eine solche, die dazu führt, dass eben nur zu bestimmten Preisen angekauft werden kann. Das nützt den Verbraucherinnen und Verbrauchern in der Europäischen Union. Das baut aber darüber hinaus auch Druck auf, nicht militärischen Druck, auf Russland hier zum Verhandlungstisch zu kommen. Und es geht ja schon auch darum, dass wir zu Verhandlungen kommen wollen. Das ist Teil unserer politischen Alternative. Sie möchten nicht mehr als Bundesgeschäftsführer antreten in einer Zeit, in der die Partei nur nicht so besonders gut dasteht, viel zu tun wäre, aber auch gerade die Parteizentrale auch intern in der Kritik steht. Warum werfen Sie gerade jetzt hin? Warum sagen Sie sich nicht, ähnlich vielleicht wie Frau Wissler, jetzt erst recht, ich will die Partei mitgestalten und ihr eine Zukunft geben? Und an Frau Wissler, Sie haben die Anfrage von Frau Dardelin angesprochen. In einem Statement dazu formuliert Frau Dardelin, man dürfe mit weiteren Waffenlieferungen nicht die Illusion eines ukrainischen Siegfriedens nähren. Ist das eine angemessene Wortwahl in dem Zusammenhang? Machen Sie sich das zu eigen? Ich würde bitten, dass Janine vielleicht du die Frage als erstes beantwortest, ja, weil du dann los musst und einen Anschlusstermin hast. Ja, deswegen bitte um Entschuldigung, aber ich mache mir jetzt gleich noch auf den Weg nach Dessau und muss deswegen gleich los. Ja, die Anfrage der Linksfraktion ist im Deutschen, also ist gestellt worden eben zu der Höhe der Waffenexporte. Und ja, es gibt ja, die Frage ist doch, welches Szenario ist realistisch, wie dieser furchtbare Krieg beendet werden kann? Und dass es eine militärische Lösung dieses Konfliktes gibt und dieser Konflikt eben wirklich am Ende ja militärisch entschieden wird, dass zum Teil, was ja jetzt schon an Vokabular genutzt wird, durch einen jahrelangen Abnutzungs- und Zermürbungskrieg, wo ich schon darauf hinweisen will, dass ja nicht nur die russische Armee damit abgenutzt wird, sondern natürlich auch die ukrainische Zivilbevölkerung. Also am Ende wird es doch so sein, dass es eine Lösung am Verhandlungstisch geben wird, geben muss, anders wird man ja zu Friedensverhandlungen nicht kommen. Und ich denke, dass angesichts natürlich der objektiven, auch militärischen Überlegenheit Russlands die Frage ist, in welchem Szenario, wie kommt man eben zu einem solchen, wie kommt man da zu Friedensverhandlungen. Zu glauben, man könne die Ukraine so stark militärisch ausrüsten, dass sie in der Lage ist, Russland wirklich militärisch komplett zurückzuschlagen, halte ich für schwierig. Ich weiß auch nicht, welchen Preis das haben soll, wie lange das dauern soll. Ich will immer noch nur darauf hinweisen, dass Russland immer noch auch eine Atommacht ist. Also was sollte man alles da hinliefern, damit das eben ein militärisches Gleichgewicht geben würde? Und deswegen finde ich, muss auch alles dafür getan werden, die nicht militärischen Druckmittel, wie die gezielten Sanktionen gegen Oligarchen, die beschlossen wurden und viel zu schlecht umgesetzt werden, die nicht militärischen Druckmittel eben auch zu nutzen, um hier zu Friedensverhandlungen zu kommen. Das halte ich absolut für notwendig. Und deshalb ist die Frage, wenn schweres Gerät in die Ukraine geliefert wird, nochmal, das wird keine schnelle Entscheidung bringen, sondern die sind ab Oktober überhaupt erst einsetzbar. Ja, das heißt also viele weitere Monate dieses Blutvergießens, dieses Krieges. Und wir sind der Meinung, es muss alles dafür getan werden, da den Druck zu erhöhen, auch nochmal mit anderen internationalen Kräften, da den diplomatischen Druck zu erhöhen, um zu einer Verhandlungen zu kommen und Friedensvereinbarungen zu haben, weil das Ganze militärisch entschieden wird. Ich will auch nur darauf hinweisen, einfach auf die Aufrüstung der Schwarzmeerflotte, der russischen Schwarzmeerflotte, die ja mit Mittel- und Kurzstreckenraketen ausgerüstet ist. Also dieses Blutvergießen muss so schnell wie möglich beendet werden. Ihr habt diese Presseerklärung jetzt nicht gelesen, ich kenne den Kontext dieses Begriffs nicht, aber ich glaube, dass es insgesamt eine
der Ziel eines Sieges über Russland, über eben nun mal eine Atommacht, ohne dass die NATO dabei aktiv eingreifen soll, was wir natürlich nicht wollen und was glücklicherweise auch niemand will, weil das die Rutschbahn in den Dritten Weltkrieg ist. Also von daher kann ich das gut nachvollziehen, dass es ja eine gewisse Irritation darüber gibt, dass jetzt viel darüber gesprochen wird, dass Russland militärisch besiegt werden muss, weil mir das doch angesichts der militärischen Kräfteverhältnisse erstens als nicht sehr realistisch erscheint und eben die Frage ist, was würde das in vielen Jahren bedeuten? Das heißt, wir brauchen eine Verhandlungslösung und Friedensverhandlungen, das halte ich für sinnvoller als von Sieg und Niederlage jetzt an der Stelle zu reden, sondern das Ziel muss doch sein, eben so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand zu kommen und dann zu einer tragfähigen Friedenslösung. Das halte ich für notwendig. Danke. Jörg? Ja, ich möchte kurz auf die Frage antworten. Also ich werfe ja nicht hin, sondern es handelt sich hierbei um einen ganz demokratischen Vorgang. Ich trete nicht erneut an, ich trete nicht zurück oder Ähnliches, sondern ich habe mich entschieden, das sehen Sie ja auch anhand meiner Erklärung auf meiner Internetseite, dass ich nicht erneut zum Bundesgeschäftsführer kandidieren werde, nach 4 Jahren, die ich Bundesgeschäftsführer über 2 Amtsperioden war. Und ich bin der festen Überzeugung, politische Ämter sind sinnvollerweise Ämter auf Zeit. Das gilt für alle Ämter, das gilt für die Ämter in der Partei. Es gilt auch für Ämter in der Bundestagsfraktion, auch in den Landtagsfraktionen. Generell macht es immer Sinn, gerade wenn es um politische Verantwortung geht, nach einer gewissen Zeit auch die Verantwortung wieder abzugeben. Das ist ein gutes demokratisches Mittel, um sozusagen Verkrustungen und Ähnliches zu vermeiden. Darüber hinaus gehe ich eben davon aus, dass der Bundesparteitag Teil einer politischen Erneuerung sein wird, die wir als Partei gerade notwendig haben. Und diese politische Erneuerung, die sich ja auch in verschiedenen Anträgen ausdrückt, muss auch durch neue Ideen, durch neuen Schwung und damit auch durch eine personelle Erneuerung getragen werden. Ich weiß, dass die Linke viele kluge Köpfe hat und die Linke insbesondere dann stark ist, wenn sie kollektiv und gemeinsam agiert. Das ist das entscheidende Kriterium, wenn es darum geht, dass wir als Partei stärker werden. Darum geht es, als Partei stärker zu werden. Und ich bin sehr optimistisch, dass auch in Anbetracht der aktuellen Kandidatinnen und Kandidatenlage zum Bundesgeschäftsführer, dass das gelingen kann. Und vor diesem Hintergrund habe ich mit mir ein ganz gutes Gewissen. Okay, vielen Dank. Es gibt weitere Fragen? Dass Sie sagen, die Linke braucht neue Köpfe. Dazu wollen Sie nicht gehören. Zwei Fragen dazu. Erste Frage, wie sieht Ihre politische Zukunft in der Linke aus und ist das eigentlich auch die Aufforderung an Frau Wissler, auch den Platz zu räumen für neue politische Köpfe, für einen Neuanfang? Zu letzterem ausdrücklich nein. Ich habe hierbei von mir gesprochen und ich habe hierbei von den 4 Jahren gesprochen, die ich auch als 2 Amtsperioden bereits Bundesgeschäftsführer bin. Das gilt alles für Janine nicht. In dem Sinn, glaube ich, ist es damit auf keinen Fall umfasst und soll auch auf keinen Fall so verstanden werden. So. Die zweite Frage war? Wie bitte? Ihre politische Zukunft in der Linken, Ihre Rolle. Also meine politische Zukunft in der Linken. Ich werde ab dem 27.07., dem Tag nach dem Bundesparteitag, kein politisches Amt begleiten, weder auf lokaler noch auf Landes- noch auf Bundesebene. Gleichzeitig werde ich weiter, und zwar auch aktiver Linker sein, und ich werde weiter ein politischer Mensch sein. Und im Bekanntenkreis habe ich auch gelegentlich nachgefragt, wo ich denn als Linker gebraucht werde. Denn es geht darum, dass wir als Parteimitglieder uns an dem Ort, wo wir uns befinden, dann auch entsprechend einbringen mit unseren Ideen. Und darüber hinaus meine berufliche Zukunft als Anwalt für Arbeitsrecht ist auch gesichert. Ich hätte tatsächlich noch eine Frage und das wäre die letzte von mir. Es geht um die Dienstpflicht, die Sie angesprochen haben vom Bundespräsidenten. Sie selber haben die Wehrpflicht absolviert. Was hat Ihnen das persönlich gebracht? Gar nichts. So deutlich will ich das sagen. Die 12 Monate Wehrpflicht, die ich abgeleistet habe, und zwar sogar in 2 Armeen, nicht nur in einer, waren für mich die
langweiligsten und am wenigsten gewinnbringendsten Jahre. Ich habe dort durchaus Menschen kennengelernt, die sehr angenehm waren, aber diese haben diesen Eindruck mit mir geteilt, dass sie sich nämlich hier in einer Situation befinden, die sie überhaupt nicht voranbringt, sondern eher menschlich abstumpfen lässt und die nicht dazu führt, dass Menschen dort sozusagen politisch, demokratisch als auch von ihrer Persönlichkeitsentwicklung her weitergeführt werden. So, das ist meine feste Überzeugung, dass sowohl Wehrpflicht als auch Zivilpflicht nicht dazu führt, dass Menschen sozusagen darüber sich weiterentwickeln können. Das liegt aber nicht daran, dass es nicht auch für Menschen sinnvoll sein kann, sich etwa im sozialen Bereich oder meinetwegen auch, wenn es darum geht, dass sie zur Armee gehen, sich nicht gegebenenfalls dort auch wohlfühlen, darum geht es nicht, oder dass sie dort gute Dinge vollbringen können, sondern es geht darum, dass das auf Zwang beruhende Element das Problem ist. Generell gilt doch, wenn Menschen Dinge nicht tun wollen, aber tun müssen, fehlt es an der Motivation, so war das auch bei mir. Es führte da nicht dazu, dass ich in irgendeiner Art und Weise den Eindruck hatte, dass ich hier etwas Sinnvolles, Nützliches für die Gesellschaft vollbringe, so war das leider. Und so ging es, glaube ich, auch vielen anderen meiner Mitwehrdienstleistenden in meiner Stube. Ein freiwilliges soziales Jahr, das aus Sicht der Linke gut bezahlt würde, wäre vernünftig? Selbstverständlich. Also wir fordern auf jeden Fall, dass die, was ja in vielen Fällen schon passiert, freiwillige ökologische Jahre, freiwillige soziale Jahre, im Übrigen auch Austausche etwa im Studium oder in der Ausbildung auf europäischer Ebene, haben wir im Europawahlkampf etwa gefordert, dass das Methoden, Möglichkeiten sind, sich als Persönlichkeiten weiterzuentwickeln und dass es dafür Angebote geben muss und dann kann man sich aussuchen. Und ich bin völlig sicher, viele junge Menschen wollen genau das. Sie wollen sich für die Gesellschaft engagieren, sie wollen gute Dinge tun, so will ich das mal beschreiben. Und das wollen sie aber tun in den Bereichen, in denen sie auch glauben, dass es gelingt und dass sie sozusagen motiviert sind, das zu tun. Und weil sie das wollen, müssen wir ihnen die Angebote geben. Und deswegen brauchen sie natürlich Rechte, das tun zu können, eine soziale Absicherung, ein guter Verdienst dabei oder zumindest ein gutes Salär, dass sie in dieser Zeit über die Runden kommen und gleichzeitig auch die Angebote in der Sache dann. Okay, vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann wünsche ich Ihnen eine angenehme Restwoche.